Okay, da jagt sich wieder mehr in die Luft. Wo geht's denn da hin? Wenn ich jetzt da runterspringe. Nein! Bams. Hä? Was ist das denn? Jetzt mal ganz im Ernst. Man geht doch davon aus, dass man da leben kann. Ah! Verdammt. Nicht dran gedacht. Liebe Spieleentwickler, da habt ihr wirklich eine Grafik eingefügt, was ich nicht so gut heiße, wo man durch den Boden fällt. Naja, egal. Es gibt mal solche und mal solche Sachen. Jetzt müssen wir nur erstmal da wieder hinkommen. Das war ja schon ein ganz schönes Stück, was wir da gelaufen sind. Ha! Apropos. Tja, und ich bin Terra. So sieht sie mir hier aus. Ha! Wir können ja jetzt bis 120 leben. Oh, verflucht noch eins. Ich spring noch mal in die Mitte, um mir die Leben zu holen. Hui! So. Hier ist ein Pulsgewehr. So. Granaten habe ich nicht wirklich geschossen. Hier haben wir wieder eine Schrottflinte. Da war ich drin. Jetzt geht eigentlich nur noch da rein. Boah! Okay. Das hat ja schon mal geklappt, aber jetzt haben wir da wieder Roboter. Gute Nacht. Boah! Hilfe, 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 Hilfe! Lass mich in Ruhe. Was? Okay. Und drei. Drei Schuss braucht man für den Fetten, der die Fusionszelle hat. Die nehme ich auch gerne wieder an mich. Energiezelle, nicht Fusionszelle. Oh ja, wir haben jetzt endlich mehr Platz. Okay, der wollte sich auch wieder in die Luft jagen. Das hat er diesmal aber nicht hingekriegt. Granaten. Raketen. Ich laufe mal hier weg irgendwie. So. War hier noch irgendwas? Ja, hier war noch... Da, Explosionsmunition. Sehr wichtig. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo ist mein Impulsgewehr? Da ist es. Oh, Backe. Ne, wir machen das mal anders. Ich schieße ausnahmsweise mal... Na los, kratz ab! Boah, wie viel Messerstiche braucht das Vieh? Okay. Wir müssen also uns was anderes ausdenken. Okay, der hat kaum Leben verloren. Finde ich echt ein bisschen schade. Das war die richtige Entscheidung. Da mit der Fusionskanone reinzuballern. So. Erstmal gucken, was wir hier noch so alles kriegen. Minigun-Munition. Minigun-Munition. Ach ne, voll. Habe ich jetzt 1000 Schuss bei dem Teil? 500.
Na, ah, weg, 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 weg! Wo muss ich denn dann raus? Da an der Ecke. Okay. Ultraleben. Habe ich irgendwas übersehen? Da hinten ist irgendwas. Ach, das sind Raketen. Da müssen wir wieder raus. Okay. Und jetzt geht's hier wieder so ein Fahrstuhl. Sag mal, wie weit geht denn das hier? Na, da liegt einer im Weg. Das war gerade ungerecht. Ich möchte eine Wiederholung. So, Fusion. Jetzt sage ich schon wieder Fusion. Das ist aber die Impulskanone. Erstmal hier alles aufsammeln, was es gibt. So, der ist weg. Ah! Ernsthaft? Super. Jetzt ist mein Munitionsvorrat weg. Uah. Boah, wie viel kommen denn hier eigentlich noch? Immer so ganz blöd gefragt. Huh. Okay, mach bumm. Bams! Die Impulskanone nehme ich echt gern. Da geht's runter. Oh! Okay. Da wären wir mal richtig tot. Tja, welchen Fahrstuhl nimmt man denn jetzt? Ich nehme mal den. Wahahaha. Schön, dass ich diesen Weg genommen habe. Was habe ich denn da jetzt? Fusionsladung. Oh. Yay. Okay, wir haben jetzt Fusionsmunition gefunden. Das haben wir bis jetzt auch noch nicht gefunden gehabt. Die ganze Zeit über. Was? Was? Ah. Oh. Wo denn noch? Der Typ. So, nächste. Los, 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 los. Es ist putt. Sehr gut. Rucksack. Ich kann den Rucksack nicht aufsammeln? Ernsthaft? Ach, ich hab ihn jetzt wieder. Hab ich das immer nur pro Level einmal? Oder wie? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Warum ist der Fahrstuhl da oben? Jetzt ist er wieder da. Hä? Warum war der oben? Okay. Wo bin ich jetzt? Das sieht gar nicht gut aus. Ach ja! Drachi! Hilfe! Es ist Drachi! Drachi nenne ich ihn jetzt schon. Es ist Schafzahn. Wow. Okay. Ich brauche Muni. Muni, Muni, Muni. Muni, Muni, Muni. It's not Muni. Ich hab nichts dabei. Hey! Man merkt, wie ich mich aufmuntere. Moni, Moni, Moni. Ist das Bami? Bami? Ich weiß nicht, was ich hier singe. Woo! Da, das nehmen wir noch. Nee, da habe ich nichts, leider. Hilfe! Was schießt er denn da jetzt noch? Flammenwerfer!
Ja, Raketen funktionieren. Nein. Nein. Ich habe ziemlich viele Raketen, merke ich gerade. Oh! Hör auf damit. Was passiert, wenn ich jetzt mit der Fusion... Weißt du was? Probieren wir es aus. Bams. Ui. Das hat ja richtig Schaden gemacht. Und nochmal, weil es so schön war. Oh, diese Fusionskanone ist mein Favorit. Ja! Ja! Oh mein Gott. Hui! Was? Oh! Das war das Chronozepter. Ich speichere mal lieber. Das war noch nicht das Ende. Das war gerade mal ein Endgegner, glaube ich. Oder? Okay. Ich kriege hier alle Waffen nochmal. Warum kriege ich die? Ich habe das Chronozepter in der Hand. Oh nein. Es geht... Wo genau komme ich jetzt hier hin? Oh mein Gott! Das ist... Monsieur! Gegner! Wow! Bist du bescheuert? Okay, ich mache ihn etwas Schaden. Boah, ey! Hier! Chronozepter! Halleluja, das haut ja mal mächtig rein, wenn man damit trifft. Und noch einen Schuss habe ich. Den muss ich gut einsetzen. Jetzt ist er da oben. Guten Tag. Mist, es hat nicht komplett getroffen. Fusion. Wo sind die Fusionsbomben? Wow. Okay, Fusion geht hier anscheinend nicht. Da ist er. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wow, 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 wow. Ja, den haben wir schon mal, das erste. So, nochmal. Boah. Bitte nochmal Raketen fressen. Ja! Oh, Bams! Leb wohl! Du Maschinentier. Erlebt. Ich wollte schon sagen. Gott. Oh mein Gott, es fliegt ja alles in die Luft. Du schaffst es, Turok! Wow! Boah, was für eine Mega-Explosion! Ne! Wir haben es geschafft! Bessere! Night Dive Studios. Ja, Stefan Kick, Director of Business Developer. Development, Entschuldigung. Ja! Meine Güte, wir haben Turok 1 durchgespielt und das haben wir in wenigen Tagen tatsächlich gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich dieses Projekt noch einmal gemacht habe, nach so vielen Jahren. Ich habe mich an viele
Stellen und Passagen gar nicht mehr erinnern können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Chronoscepter, wenn wir nicht alle Teile geabt hätten, dann wäre das um einiges schwieriger am Ende geworden. Und ich finde es eigentlich schade, dass man diese Waffe nur zum Ende kriegt. Weil ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wenn wir die wirklich richtig benutzt hätten, schon vorher, dass wir da echt besser durch die Level gekommen wären. Aber naja, was soll's. Wir haben es geschafft, wir haben es versucht auf Hard zu spielen, auf Hardcore. Aber diese Schwierigkeit ist leider ein wenig zu schwer. Und die normale Schwierigkeit geht eigentlich. Also wenn ihr dieses Spiel auch mal spielen wollt, ich kann es euch eigentlich nur empfehlen, weil es ist sehr, sehr angenehm vom Spielverhalten. Es hat zwar schon so seine Jahre auf dem Buckel, aber es ist trotzdem immer noch super gut zu spielen. Oh, Iguana Team. Producer David Dienstbier. Das Dienstbier! Jetzt müssen wir gleich, upala, jetzt müssen wir gleich erstmal ein Bier trinken, weil wir es geschafft haben. Ein Bierchen. Gehen wir mal jetzt in die Aftershow-Party. Nein, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und man hat es, glaube ich, auch bemerkt. An manchen Stellen waren wir ein bisschen frustriert, oder ich besser gesagt, aber das gehört einfach zu so einem Spiel dazu. Und Turok 1 ist wirklich sehr gut gelungen gewesen. Ich werde irgendwann mal den zweiten Teil ausgraben, aber wann das soweit sein wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht schon bald. Aber ich muss eigentlich noch ein anderes Projekt vorher machen, bevor ich Turok 2 spiele. Aber wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die bis hierher geschaut haben und sich das Ganze angetan haben und diesem Spiel nochmal eine Ehre gegeben haben. Die letzte Ehre erwiesen haben, wie man so schön sagt, weil es halt schon so alt ist. Und es wurde echt gut umgesetzt mit der neuen grafischen Verbesserung und dass man halt so weit gucken konnte. Und das Gameplay wurde leicht verbessert, aber nur leicht, nur ganz, ganz leicht. Dass halt dieses Kreuz in der Mitte war. Aber viel wurde eigentlich sonst nicht geändert. Es hat halt diesen Charme von früher. Man musste halt Schlüssel finden, man musste Geheimnisse entdecken. Wobei hier sind die Geheimnisse noch gar nicht so wichtig. Das kam dann erst im nächsten Teil. Weil da muss man wirklich alles absuchen. Bis auf die letzte Ecke. Und das werden wir irgendwann noch gemeinsam miterleben. Ich bin mal gespannt. Weil da gibt es nämlich auch so Ecken. Ich glaube nicht, dass ich mich an alle Level erinnern werde. So wie das hier war. Jetzt haben wir spätestens beim zweiten schon aufgehört. Beim zweiten Teil reicht das ein bisschen weiter, aber naja. Mensch, wie viele da noch mitgemacht haben, ne? Wir lassen einfach die Credits durchlaufen. Das gehört sich ja auch. Es war aber ein sehr schönes Spiel, ne? Ich habe auch bestimmt ein paar Errungenschaften freigeschaltet. Ich habe das Ganze nicht bei Steam gekauft, weil, habe ich ja schon erklärt, Good Old Games kann ich eigentlich für jeden empfehlen, der alte Spiele gern hat. Weil da gibt es nämlich alle alten Sachen, so viel ich weiß. Oder die meisten. Audio! Da kommt das Audio-Team jetzt. Die Musik. Musik, muss ich sagen, ja, war okay für die Zeit, weil es ist ja für den N64 gekommen und ich fand es eigentlich dafür echt gut. Ton sonst war auch super. Diese ganzen grafischen Einblendungen waren auch wirklich gut übernommen worden, dass sie nochmal ein bisschen verbessert wurden. Quality! Assurance. Es waren nur zwei. Nicht schlecht. Iguana Entertainment. Resident. Jeff Spangenberg. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Oder Spangenberg. Kann natürlich auch sein. Vice President of Product Development. Der technische Direktor Craig Galley. Verzeihung. Kreativdirektor Nigel Cook. ATG-Direktor Cyrus Lum. Art-Direktor Matt Stubington. Musikdirektor, jetzt sind wir bald alle durch, es müsste gleich zu Ende sein, Rick Fox. Ah, es geht noch weiter.
Produce Development Coordinator Jay Moon. Okay, doch nicht zu Ende. Wir lassen es einfach bis zum Ende durchlaufen, so wie es gehört. Da! Acclaim, Turok PC Team, Acclaim PD, Producer, Douglas Jellin. Was wollte ich denn eigentlich noch sagen zu Turok? Ach, das war eigentlich mehr so ein Projekt, was ich mal so gedacht habe, das schiebe ich einfach mal zwischen, nehme es so lange auf, bis ich das Spiel durch habe und dann werde ich es erst hochladen. Also, wenn alles gut geklappt hat, habt ihr jeden zweiten Tag eine Folge gekriegt und heute ist halt die letzte. Leider. Jetzt müsst ihr alle traurig sein. Erstmal schön die Tränen laufen lassen. Aber dafür kommen andere Projekte, die ich mir noch vorgenommen habe. Und mal sehen, was das wird. Mike Honk, Eric Kubi, Roger Booth, Acclaim Comics. Mir kommt das so vor, als ob sich das alles wiederholt. War das schon? Ich glaube nicht. Und vor allen Dingen, dieser Abspann. Normal hat man das ja bei Abspannen oder Abspann-Sachen immer so, dass die Musik auch mal wechselt, ne? Hier bleibt die ganze Zeit über konstant. Special Thanks. Jetzt kommen noch die Bedankungen, dann sind wir jetzt gleich durch. Oh Mann. Quasi geht das nochmal an alle, die da so mitgewirkt haben. Oh, dieses Detail hier. Ich kann es leider nicht zeigen, aber guckt mal oben an den Rand. Die verschwinden nicht komplett, die Buchstaben, und sind da so, puff, einfach weg. Game over. Spiel zu Ende. Ja, und so sieht das Hauptmenü aus. Ich will mal gerade gucken. Training hatten wir nie gemacht. Was ist denn Training? Trainingslevel. Du kannst zum Beenden Escape drücken. Springen drücken. Ach so. Ich will nicht, dass es aufhört. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Oh, wir sind voll gut. Das können wir sogar auf Hardcore schaffen. Juhu. Und heps. Und da kommen die nächsten Hindernisse. Oh, wie man schwimmt. Sehr cool. Ausweichen. Und hoch. Springe weiter mit Anlauf! Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch! Warum haben wir denn eine Trainingsmission nicht am Anfang gemacht? Ich wusste doch die ganze Zeit über nicht, wie Turok zu spielen ist. Ah, da gibt's Pfeile. Bitte erschieße die die Spießer, wollte ich schon sagen. Da unten ist noch einer. Ah ja, hier fährt auch wieder ein Pfosten raus. Arme Leutchen. Eigentlich habt ihr schon längst verloren, aber ihr seid immer noch im Trainingslevel gefangen. Du hast den Level für Fortgeschrittene. Schwimme zum Boden des Beckens, um zur anderen Seite zu gelangen. Dann machen wir das doch mal. Dein Wunsch sei mir Befehl. So. Und hier jetzt wieder hoch. Da sieht man schon mal die Wolken am Himmel. Oh Gott. Das ist auch wieder so ein Level, wo man zig Kilometer wieder nach oben schwimmen muss. So. Dü-dum, dum. Ah ja. Jo. Kannst auch beim Springen nach unten blicken. Kartenmodus. Drücke die Karte. Jetzt muss ich irgendwo den Ausgang finden. Das hätte ich auch ohne Karte geschafft. Gab es eigentlich diese Trainingsmission früher auch? Ich kann mich nicht daran entsinnen. Vielleicht habe ich die auch nie gespielt, weil ich schon wusste, wie das Spiel geht. Oder ich habe es einfach gespielt und habe irgendwelche Tasten gedrückt. Weißt du, das kennt man ja. Dann spielt man einfach mal so ganz rein zufällig ein Spiel durch. Okay, Sackgasse. So, die letzten Minuten. Ich glaube, ich höre ein Portal. Oder habe ich was auf den Ohren?
Da ist der Ausgang. Yippie! Diagonaler Sprung. Yipsi! Mist. So. Ah, jetzt darf ich wieder Gegner abschießen. Wie schön! Jetzt habe ich irgendeinen Knopf gedrückt, den ich nicht hätte drücken dürfen. Hui! Einer lebt noch? Ach so, da. So. Wie weit geht das wohl? Jetzt muss ich bestimmt Knopf drücken, das wird mir jetzt erklärt. Schalter aktivieren, finde die Taste. Wow! Okay. Ich bin voll gut. Nochmal. Da ist jedenfalls der Knopf. Yippie! Jetzt wurde mir alles zu dem Spiel erklärt. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht. Oder es kommt vielleicht noch was mit Schlüsseln. Das kann natürlich auch sein. Oh, es fährt noch runter. Ich will da raus. So, Portal. Gut gemacht. Du bist offenbar ein Naturtalent. Gute Jagd. Okay, ich bin halt ein Naturtalent. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. So, Leute, ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Interesse und wir sehen uns hier in einem anderen Let's Play wieder. Vielleicht sogar mal im Livestream. Wenn ihr vorne auf die Seite geht, auf die Hauptseite, könnt ihr oben auf Twitch drücken. Dann findet ihr mich da auch. Ich heiße da genauso wie hier, weil Twitch-Streams mache ich ja auch ab und zu mal. Und mal sehen, ob wir uns da alle wiedersehen. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Und ich zeige euch, bevor ich nochmal richtig tschüss sage, diesen Knopf hier. Ciao. Mit V? Oder mit Y? Oder mit S wie Super Terrador? Oder mit P? Oder mit...